Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende am Dienstag gegen den VfB Stuttgart. Und ja, das war jede Menge Text. Aber so läuft das bei uns, ja. Heute geht's gegen den VfB auswärts ran. Und wir haben ja jetzt wieder zwei Siege in Folge nach dem DFB-Pokal und dem Bayer-Spiel. Und dann wieder so einen kleinen Lauf, Dominik Heinz Schulze, Löwe. Läuft bei den Jungs momentan relativ gut. Gefällt mir richtig gut, dass die denn so einen kleinen Lauf haben. Und ansonsten bleibt alles wie gehabt. Gauss von Anfang an. Nagasawa heute nicht von Anfang an. Man hat es gerade schon gesehen. Der sieht nicht topfit aus. Dementsprechend ein Nagasawa heute nicht dabei. Dafür ein Sungu von Anfang an drin. Und bin gerade am überlegen, ob ich für Ring Azoge spielen lasse. Hat ja letztes Mal richtig gut gespielt eigentlich. Azoge für Ring. Das bisschen Ausdauer. Das bisschen Ausdauer. Oder Sergi Sampa. Ich denke mal, wir werden erstmal so spielen. Gegen den VfB. Gibt's irgendwelche interessanten Partien? Ja, geht. Wir sind halt Tabellenplatz 2 und genauso treten wir auch hoffentlich auf. Gegen Köln gab es ja gestern das 2:0. Was dafür gesorgt hat, dass wir weiterhin schön starken Fußball spielen. Oh, das hat richtig gescheppert, ey. Knapp daneben ist auch vorbei. So. Und wir werden jetzt sofort in die Partie reinspringen. Auf geht's. Wir spielen heute auswärts in Stuttgart. In der Mercedes-Benz Arena, wenn ich mich nicht irre. Gegen den VfB. So sieht die Tabelle momentan aus. Wir auf Tabellenplatz 2 mit 43 Punkten, 4 Punkte Abstand zu den Dortmundern. An die Bayern kommen wir momentan aber auch nicht ran. Wir sollten weiterhin auf unsere Stärken vertrauen. Stuttgart wird aber auch nicht schlechten Fußball spielen. Ich glaube, das letzte Spiel haben wir 4:1 gewonnen. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Nefkara und Ring. Ja, das ist halt die neue Version von uns. Letztes Saison war das halt Jensen Nefkara und bis eigentlich den größte Teil der Hinrunde war das halt der gute Ring mit Azoge, der auch da seinen Teil beigetragen hat und guten Fußball gespielt hat. Und los geht's! Anstoß für uns. Die roten Teufel von rechts nach links. In Stuttgart gegen die Stuttgarter. Schulze. Und da geht's mal direkt los. Erste gute Aktion, schnell gemacht, ganz, ganz schnell. Da haben wir schon richtig Tempo drin gehabt gerade. Zug zum Tor. Dominik Heinz. Und unhaltbar war er auch noch. Dominik Heinz, ein langsamer Spieler. Vedat Ibisevic, leichtes Spiel gehabt gerade. Aber Szczypciou verliert da viel zu lächerlich den Ball. Müssen wir uns selbst vorhalten. Richtig gute Aktion hier für Böde, fast das 1:1 im direkten Gegenzug. Die sind stark. Gauss. Dass Sungu im Kopfball stark ist, das wäre mir auch neu gewesen. Da stolpert er zu lang weg. Gauss technisch. Momentan
in einer Krise, würde ich sagen, weil ihr spielt momentan wirklich, wirklich einen Müll. Löwe stark dazwischen gegangen. Aber der Pass von Löwe wiederum war dann nix. Heinz, auch das war nicht sonderlich stark. Hier Doppelfehler von Ring. Das war stark gespielt, stark gelöst. Bisschen schwierig gerade durchzukommen. Löwe. Und Böde ist halt langsam, unglaublich langsam und deswegen immer wieder gut für unsere Gegner, wenn der am Ball ist. Wenn der nicht die letzte Station ist, ist das fast immer eine super Gelegenheit, dem den Ball zu klauen, weil der kann das einfach überhaupt nicht. Sungu dagegen ist ein technisch brillanter Mann. Kann das auch mal zeigen? Konnte er mal zeigen. Ich bin ein Riesenfan von Autospieler gewechselt. Boah, echt Löwe. Wie der gepennt hat. Hätte Vergara eigentlich eine Backpfeife schon geben müssen. Verteilen. Ja, Böde und Technik. Das sind Sachen, die harmonieren einfach nicht. Wenn Böde nicht frei vorm Tor steht, dann ist Ende im Gelände. Weil das ist eigentlich alles, was er kann, meiner Meinung nach. Auch wenn wir bis hier nicht schlecht spielen. Aber Böde einfach viel zu traurig in den Ballkontrollen. Der kriegt halt überhaupt keinen Zug. Der lässt halt den Ball immer zum Gegner. Ist halt scheiße. Mit den Ballannahmen von dem. Ja, Gauss macht hier ein richtig schlechtes Spiel bis jetzt. Ist halt so auffällig wie in die... Ja, Löwe. Ist auch momentan nicht gut. Gauss und Löwe auf der Seite funktionieren nicht. Erster Wechsel von mir, Dolly für Gauss. Der macht einfach nichts gut. Keine guten Pässe, kein gar nichts. Und dementsprechend ist Gauss jetzt der Erste, der schon den Platz verlassen darf. War eine Fehlentscheidung von mir. Der spielt momentan echt Grütze. Und dementsprechend lohnt sich das dann auch nicht mehr, den einzuwechseln. Beziehungsweise ihn auf den Platz zu lassen. Und Dolly zum Beispiel ist beweglich. Und wenn nicht drei Leute da gewesen wären und keiner von uns... Das war das Problem. Das war auch der Grund, warum ich den Ball so lange gehalten habe. Teilweise chaotisch die Partie. Chipzio hat sich verletzt, aber heute auch nicht gut gespielt. War heute bis hierhin ein Fall für nix. Aber das gilt für Böde, Gauss und Chipzio in Kombination. Aber Böde immerhin. Ja, Schulz, was machst du da? I don't give a fuck of you. Boah, da holt ihr auch fast einen Elfmeter für den Gegner hier raus. Na, wenn Böde schnell wäre, ist er nicht. Das kann man nicht auf den spielen. Das ist der falsche Spieler. Der ist ein Klotz, ein Holzklotz. Der ist der Mannschaft auch viel, viel zu häufig ein Klotz am Bein, wenn sowas kommt. Da können wir halt mit dem nicht arbeiten.
kann halt nicht nach vorne spielen, weil die nicht, sich nicht bewegen. Ist halt scheiße. Chipsio wieder schlecht. Ja, und Böde. Böde, Chipsio. Unter aller Sau heute, beide. Aber Chipsio deutlich schlechter und seit nach der Verletzung dann noch schlechter geworden. Freistoß, gute Position. Endlich mal eine Chance für Löwe bzw. Nefkara. Und sowas kann Nefkara. Wunderschön gemacht. Wunderschön gemacht. Wir waren bis hierhin vorne nicht im Spiel. Böde noch der Stärkste, habe ich ja gesagt. Chipsiu und Gauss waren halt technisch nicht da. Aber das ist eine Position, die liegt Nefkara und die Mauer tut ja auch gar nichts. Entsprechend kann ich den dann auch relativ flach halten und der schlägt ein. Wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Saisontor 7 für unseren guten Sechser. Stuttgarter, wie ich erwartet habe, sind die halt für uns ein richtig schwerer Brocken. Vor allen Dingen Böde heute. Eine gute Aktion hatte der, danach war er halt auf verlorenem Posten. Aber Chipsiu hat auch nicht gut harmoniert mit ihm. Werder Bremen, Dortmund 1:1 natürlich in Dortmund. Augsburg liegt zu Hause mit 0:1 gegen Hannover 96 zurück. Die Partie Hertha BSC gegen Bayern und für Leverkusen ist das Abendspiel erst. Hoffenheim gegen Hamburg 1:1. Und der VfL führt gegen Düsseldorf mit 1:0. Und wir konnten uns halt hier steigern. Dolly hat halt auch keine wirkliche Stärke gehabt. Der nächste Wechsel bahnt sich an. Es kommt Clemens Fahndrich, heute schon relativ früh, das ist ja eigentlich immer heiß. Jetzt kommt er relativ spät rein. Das war stark. Da kann man nichts gegen sagen, das hat er stark gemacht. Da stand er aber auch unglaublich richtig. Ach, das ist Böde. Ich dachte, das wäre Fahndrich. Nope, Sir, das war Böde. Da geht der Schritt zurück, ich fass es nicht. Fahndrich, Riesenbolzerei. Das war die Gelegenheit, da muss der eigentlich nichts machen, der muss einfach weiter geradeaus laufen. Und was macht der? Danke, dass ich mal Fahndrich bekomme. War das schlicht verteidigt? Das kann nicht wahr sein. War das billig? Gelbe Karte gibt's für einen Stuttgarter. Hat ja gar nichts gerade geklappt. Meine Güte, Vergara, der Einzige, der da was kann. Der Rest springt Kilometer daneben, hat man das Gefühl gehabt. An der Verteidigung, bäh, heute. Schulze mal wieder. Böde! Schade, dass es abseits war. Aber den hat er so oder so nicht gemacht. Das heißt, selbst wenn es kein Abseits gewesen wäre, trotzdem schöne Aktion. Ärgerlich, wenn sich da der Mitspieler nicht bewegt. Ja, ja. Sungu. Wo läufst du wieder rum? Da kommt Stuttgart jetzt. Nee, das wird nichts. L1-Dreieckpässe, die nimmt Lauf. Nur wenn kein Gegenspieler da ist, so wie jetzt. Boah, das brauche ich nicht mehr. Ich muss Böde rausnehmen. Ich brauche da noch eine Offensivkraft, die sich bewegen kann. Ich brauche Finne jetzt.
Abdelauer kommt noch rein und wir haben Finne drin, Dolly und... Das Geile ist, der ist dann erst im Abseits, bewegt sich dann einen Kilometer zurück oder so, gefühlt. Der hätte so oder so nicht funktioniert. Die Bälle sind entweder zu weit oder viel zu nah am Gegenspieler. Scheiße, wie die gut kombinieren gerade, ey. Kriegst du die Krätze? Geh doch mal einer dazwischen hier. Kann ja wohl nicht angehen, wie leicht die hier kombinieren dürfen. Letzter Verteidiger gegen Bart Finne. Bart Finne, das macht er so schlicht. Das kann nicht wahr sein. Und dann fault er den noch. Das ist so traurig. Ja, ehrlich gesagt war das gar nicht so hart gewollt. Bart Finne! Das gibt's nicht, das ist der Abseits, aber der hat auch mit der Ballannahme total versagt. Das kann nicht sein, Stuttgart, wie die mir auf den Keks gehen, Aber hauptsächlich Finne, der da eigentlich gegen einen einzigen Verteidiger nichts richtig machen kann. Jetzt den unter Druck. Nimm den Ball, nimm den Ball, nimm den Ball. Ganz, ganz lächerliche Aktion, Sungu, keine Chance. Für sowas sind wir technisch nicht brillant genug, um sowas dann wirklich so fein zu machen, wie ich das gerade vorgehabt habe. Ist mir egal, stell dich dem in den Weg. Stell dich dem in den Weg. Ecke. Geh nach vorne, Dolly. Lauf! Lauf mit deiner Ausdauer. Bis jetzt hast du nichts gekonnt. Sei vorne. Ganz vorne. Wie kann man das nur so schlecht machen, Finne? Meine Güte. Danke fürs Erwischen. Ich hätte mir ein heftigeres Foul gewünscht. Der ist nämlich nicht weggeflogen. Geh ran, geh ran. Letzten Minuten hier. Das gibt's nicht! Der ist so torungefährlich, der Junge! Der ist so torungefährlich! Letzte Chance! Der Ball kommt von Dolly rein! Und den macht er nicht! Der Ring, der macht es nicht! Das gibt's einfach nicht! Oh Gott! Bittere Pille! Aber wir waren das schwächere Team. In der ersten Halbzeit waren wir stärker, in der zweiten Halbzeit waren wir es nicht. In der zweiten Halbzeit war Stuttgart stärker und hätte den Sieg vielleicht verdient gehabt. Und wir kriegen es einfach nicht auf die Kette mit, Finne. Der trifft einfach nicht, der trifft einfach nicht. Der steht da so frei und dann kriegt er das nicht hin. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht wegdrücken. Da tut mir leid. Dolly, Fahndrich, Finne, bläh. Also heute haben wir nur Müll auf dem Platz gehabt, gefühlt.
Heinz und Vergara. Die haben halt keine Zweikämpfe gewonnen. Ist halt ärgerlich, was soll man machen? Nefkara stark, Ring. Oh Gott, nee. Nee, echt. Nix hingekriegt heute. Ärgerlich, unentschieden gespielt gegen Stuttgart. Aber das muss auch mal passieren dürfen. Oh Gott, Spieler verletzt. Du Lappen, ey. Nicht gut gespielt und dann auch noch verletzt. Zweite Partie in Folge ganz, ganz schlecht gespielt. Transferangebot für Sebastian Jakob. Und tschüss, da bist du ausgeliehen. Prellung am Oberschenkel, meine Güte. Oh, gegen Schalke. Wird auch schwer, wir können halt uns wirklich nichts kaufen, das ist halt ärgerlich. Marco Reus für 48 Millionen, das ist auch hart. Hammerhart, hammerhart. Dann können wir uns dann noch angucken, was läuft denn noch so bei unseren Transfers? Unverkäuflich, ja, Schipzio. Und da gibt es teilweise Spieler, die würde ich gerne den Arsch aufreißen. So kacke sind die dann teilweise mal unterwegs. Puh, echt. Fass ich dann einfach nicht mehr. Du hast nicht mehr verliehen. Du hast direkt verkauft. Ganz, ganz ärgerliche Partie für uns. Ganz, ganz ärgerlich. Wir können ja mal nochmal auf den Teambericht drüber gucken, was sich da so tut. Ja, momentan zufrieden, aber immer noch unterbezahlt. Hat halt wieder ein schönes Tor gemacht. Hat halt wieder nicht gereicht. Jos wieder keine Form gezeigt. Dolly keine Form gezeigt. Chipzio keine Form gezeigt. Und dann geht's halt irgendwie auch den Bach bei uns runter. Hector Bellerin und Finne genauso. Auch momentan absolut nicht. Fahndrich, ja komm, ein Spiel schlicht gespielt, aber sonst eigentlich immer ganz, ganz stark unterwegs. Nach der Verletzung, dann war ja komplett Ende mit Chipzio, da ging ja gar nichts mehr dann am Ende. Da kann er auch gar nichts mehr, das ist einfach nicht sein Ding. Schon verletzt gewesen und das war dann auch Ende. Gucken mal, was ich denn auf der Wunschliste gehabt habe. Was denn uns überhaupt, was sich denn überhaupt lohnen würde eigentlich für uns. Nichts, was bezahlbar war. Wobei der Mann mit linkem Mittelfeld, Christian, der wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Der kostet auch nicht wenig, nicht viel. Könnten wir uns leihen mit Kaufoption. Zukünftige Kaufoption, 800.000, eine ganze Saison leihen. Ist halt nur Rotationsspieler, vielleicht taugt er für uns ja was. Im linken Mittelfeld haben wir ja momentan eh ein bisschen Probleme. Und sonstigen gibt es eigentlich nicht so Spieler, die wir noch pflichten müssten, dann sind nämlich ja nur Offensiv-Mittelfeldspieler. Ja, natürlich Julian Brandt. Der wäre natürlich super für uns. Aber so einen können wir nicht bezahlen. So einen können wir nicht mal leihen. Nicht mal genug Geld, um den auszuleihen. Das ist so bitter. Nicht mal das Geld zum Ausleihen haben wir für den jungen Mann. Schade, schade, schade. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 15 im Karrieremodus und die Bayern sind schon 6 Punkte weg von uns. Und an dieser Stelle, wie gesagt, will ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen am Mittwoch wieder. Jetzt habe ich gar... Ja, doch. Wir sehen uns morgen am Mittwoch wieder. Dann gegen den FC Schalke 04. Ja, die wollen sich bestimmt rächen dafür, dass sie bei uns beim letzten Mal verloren haben. Naja, wir haben in der Felddienstarena gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder dann gegen Schalke 04. Hier war euer Nefkara mit dem ersten FC Kaiserslautern auf Legende. Bis morgen, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.